Kapitel 29, Abschnitt 6. Die unveränderliche Wohnstadt. Es gibt einen Ort in dir, an dem die ganze Welt vergessen ist, an dem keine Erinnerung an Sünde und an Illusion immer noch verweilt. Es gibt einen Ort in dir, den die Zeit verlassen hat und wo der Widerhall der Ewigkeit zu hören ist. Da ist ein Ruheplatz, der derart still ist, dass kein Laut außer ein Lobgesang zum Himmel aufsteigt, um Gott, den Vater und den Sohn, froh zu machen. Wo beide wohnen, da ist die Erinnerung an beide. Und wo sie sind, da ist der Himmel und ist Frieden. Denke nicht, du könntest ihre Wohnstadt ändern. Denn deine Identität weilt in ihnen, und wo sie sind, musst du für immer sein. Des Himmels Unveränderlichkeit ist in dir, so tief im Innern, dass alle Dinge dieser Welt einfach nur unbemerkt und ungesehen vorübergehen. Die stille Unendlichkeit des Friedens ohne Ende umgibt dich sanft mit ihrer zarten Umarmung, die so stark und ruhig und so friedlich ist in ihres Schöpfers Macht, dass nichts den heiligen Sohn Gottes in dir stören kann. Hier ist die Rolle, die der Heilige Geist dir überträgt, der du den Gottessohn erwartest und sehen möchtest, wie er erwacht und froh ist. Er ist ein Teil von dir und du von ihm, weil er seines Vaters Sohn ist und nicht um irgendeines Zweckes willen da ist, den du in ihm sehen magst. Nichts wird von dir verlangt, außer das Unveränderliche und das Ewige zu akzeptieren, das in ihm wohnt, denn deine Identität ist dort. Der Frieden in dir kann nur in ihm gefunden werden. Und jeder Gedanke der Liebe, den du ihm schenkst, bringt dich nur deinem Erwachen zum ewigen Frieden und zur Freude ohne Ende näher. Dieser heilige Sohn Gottes ist wie du selbst, der Spiegel seines Vaters Liebe zu dir. Die sanfte Erinnerung an die Liebe seines Vaters, durch die er erschaffen wurde und die noch immer in ihm wohnt, wie sie in dir wohnt. Sei ganz still und höre Gottes Stimme in ihm und lasse sie dir sagen, was seine Funktion ist. Er ist erschaffen worden, damit du ganz sein mögest, denn nur das Vollständige kann Teil sein von Gottes Vollständigkeit, die dich erschaffen hat. Es gibt keine Gabe, um die dich der Vater bittet, außer dass du in der ganzen Schöpfung nur die leuchtende Herrlichkeit seiner Gabe an dich siehst. Sieh seinen Sohn, seine vollkommene Gabe, in dem sein Vater ewig leuchtet und in dem die ganze Schöpfung als sein eigen übergeben ist. Weil er sie hat, ist sie dir gegeben, und wo sie in ihm liegt, erblicke deinen Frieden. Die Stille, welche dich umgibt, wohnt in ihm, und aus dieser Stille kommen die glücklichen Träume, in denen eure Hände verbunden sind in Unschuld. Das sind keine Hände, die in Schmerzensträumen etwas greifen. Sie halten keine Schwerter, denn sie halten nicht mehr fest an jeder eitlen Illusion der Welt. Und da sie leer sind, empfangen sie stattdessen eines Bruders Hand, in der Vollständigkeit liegt. Wenn du doch nur das herrliche Ziel erkennen würdest, das jenseits der Vergebung liegt, dann hieltest du keinen Gedanken mehr fest, wie leicht auch nur der Hauch des Bösen auf ihm erscheinen mag.
denn du verstündest dann, wie hoch der Preis ist dafür, irgendetwas, was Gott nicht gegeben hat, im Geist zu halten, der die Hand zum Segnen lenken und den Gottessohn zu seines Vaters Haus geleiten kann. Würdest du nicht ihm ein Freund sein wollen, den sein Vater sich zur Wohnstatt schuf? Wenn Gott ihn seiner selbst als würdig schätzt, willst du ihn dann mit hasserfüllter Hand angreifen? Wer würde blutbefleckte Hände an den Himmel selber legen und hoffen, dessen Frieden je zu finden? Dein Bruder glaubt, dass er die Hand des Todes hält. Glaube ihm nicht. Lerne stattdessen, wie gesegnet du bist, der du ihn einfach dadurch befreien kannst, dass du ihm die deine hinhältst. Ein Traum ist dir gegeben, in dem er dein Erlöser ist und nicht dein Feind im Hass. Ein Traum ist dir gegeben, in welchem du ihm alle seine Todesträume vergeben hast. Ein Traum der Hoffnung, den du mit ihm teilst, statt böse, separate Träume des Hasses zu träumen. Warum scheint diesen Traum zu teilen derart schwer zu sein? Weil der Traum, außer wenn der Heilige Geist ihm seine Funktion gibt, für den Hass gemacht war und im Dienst des Todes weitergehen wird. Jede Form, die er annimmt, ruft in irgendeiner Weise nach dem Tod. Und jeder, der dem Herrn des Todes dient, ist zu seiner Anbetung mit seinem winzig kleinen Speer und Schwert voll Rost in eine separate Welt gekommen, um sein uraltes Versprechen zu sterben einzuhalten. Das ist der Kern der Angst in jedem Traum, der ihm, der eine andere Funktion für einen Traum erblickt, nicht zur Verwendung überlassen wurde. Werden Träume mit anderen geteilt, verlieren sie die Funktion des Angriffs und der Trennung, auch wenn es das ist, wozu jeder Traum gemacht ward. Nichts in dieser Welt der Träume bleibt aber ohne Hoffnung auf Veränderung und Besserung, denn hier ist es nicht, wo Unveränderlichkeit aufzufinden ist. Wir wollen fürwahr froh sein, dass es so ist, und in der Welt das Ewige nicht suchen. Träume der Vergebung sind Mittel, um von Träumen in einer Welt, die außerhalb von dir ist, wegzutreten. Und über alle Träume führen sie zuletzt hinaus, in des ewigen Lebens Frieden. Abschnitt 7. Vergebung und das Ende der Zeit. Wie sehr bist du gewillt, deinem Bruder zu vergeben? Wie sehr verlangt dich nach dem Frieden statt endlosem Elend, Streit und Schmerz? Diese Fragen sind dasselbe in verschiedener Form. Vergebung ist dein Frieden, denn hierin liegt das Ende der Trennung und des Traumes von Gefahr, Zerstörung, Tod und Sünde, Mord und Wahnsinn, Gram und Verlust. Das ist das sogenannte Opfer, um das die Erlösung bittet und wofür sie freudig dir an dessen Statt den Frieden schenkt. Gelobe nicht zu sterben, du heiliger Sohn Gottes. Du gehst einen Handel ein, den du nicht einhalten kannst. Der Sohn des Lebens kann nicht getötet werden. Er ist unsterblich wie sein Vater. Und was er ist, kann nicht verändert werden. Er ist das Einzige im ganzen Universum, das eins sein muss. All das, was ewig scheint, das wird ein Ende haben. Die Sterne werden schwinden und Nacht und Tag, sie werden nicht mehr sein. Alles, was kommt und geht, Gezeiten, Jahreszeiten und die Menschenleben, alle Dinge, die sich mit der Zeit verändern, blühen und dann welken, werden nicht wiederkehren.
Wo die Zeit ein Ende setzte, dort ist nicht das Ewige. Der Gottessohn kann sich niemals durch das, was Menschen aus ihm machten, ändern. Er wird sein, wie er war und ist, denn Zeit bestimmte nicht sein Schicksal, noch legte sie seine Geburts- und Todesstunde fest. Vergebung wird ihn nicht verändern, doch harrt die Zeit auf die Vergebung, damit die Dinge der Zeit verschwinden mögen, weil sie keinen Nutzen haben. Nichts überlebt seinen Sinn und Zweck. Wenn es so gedacht ist, dass es sterben soll, dann muss es sterben, es sei denn, dass es diesen Zweck nicht als den seinen übernimmt. Veränderung ist das Einzige, was hier zu einem Segen werden kann, wo der Zweck nicht festgelegt ist, wie unveränderbar er auch zu sein scheint. Glaube nicht, dass du ein Ziel festlegen kannst, das anders ist als Gottes Sinn und Zweck für dich und es als unveränderbar begründen kannst und ewig. Du kannst dir selber einen Zweck verleihen, den du nicht hast, aber du kannst die Macht nicht entfernen, anderen Geistes zu werden und in ihm einen anderen Sinn und Zweck zu sehen. Veränderung ist die größte Gabe, die Gott allem gab, das du ewig machen möchtest, um sicherzustellen, dass nur der Himmel nicht vergehen wird. Du wurdest nicht geboren, um zu sterben. Du kannst dich nicht ändern, weil deine Funktion von Gott festgelegt ist. Alle anderen Ziele sind in der Zeit angesiedelt und ändern sich, damit die Zeit erhalten bleibt, mit Ausnahme von einem. Vergebung zielt nicht darauf ab, die Zeit zu behalten, sondern auf ihr Ende, wo sie nicht mehr von Nutzen ist. Sobald ihr Zweck erfüllt ist, ist sie dahin. Und dort, wo sie einst Macht zu haben schien, ist jetzt die Funktion wiederhergestellt, die Gott für seinen Sohn in dessen Vollbewusstsein begründet hat. Weder kann die Zeit ihrer Erfüllung ein Ende setzen, noch ihrer Unveränderlichkeit. Es gibt keinen Tod, weil die Lebenden die Funktion miteinander teilen, die ihr Schöpfer ihnen gab. Es kann nicht die Funktion des Lebens sein, zu sterben. Es muss die Ausdehnung des Lebens sein, damit es auf immer eins sei und auf ewig und ohne Ende. Diese Welt wird nur dann deine Füße binden, deine Hände binden und deinen Körper töten, wenn du glaubst, sie sei gemacht, um Gottes Sohn zu kreuzigen. Wenngleich sie auch ein Traum des Todes war, brauchst du sie dir nicht dafür stehen zu lassen. Lass dies verändert werden, und in der Welt ist nichts, was nicht ebenso verändert werden muss. Denn hier ist nichts, was nicht durch das definiert wird, wozu es in deinen Augen dient. Wie lieblich ist die Welt, deren Zweck Vergebung für den Gottessohn ist. Wie frei von Angst, wie voll des Segens und des Glücks. Und welche Freude ist es, eine kleine Weile an einem solchen glücklichen Ort zu verweilen. In einer solchen Welt kann auch nicht vergessen werden, dass es nur eine kleine Weile ist, bis die Zeitlosigkeit leise kommt, um an den Platz der Zeit zu treten.